10 Jahre Klimaverteidiger, Mainz 05 hat das jetzt eine Woche lang zelebriert und heute zum Abschluss eine Podiumsdiskussion dazu durchgeführt. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir sehr hochrangige Gäste dafür gewinnen konnten. Also es war mir eine Herzensangelegenheit, oder es ist eine Herzensangelegenheit, hier den 05ern zu gratulieren. 10 Jahre, also im Voraus zu sein von vielen anderen und von den meisten, Klimaneutralität, 10 Jahre. Und das ist, hat großen Vorbildcharakter, nicht nur, dass Mainz 05 ein großartiger Verein ist, dem ich alles Gute wünsche und davon überzeugt bin, dass ihr mit euren Werten und mit eurer Arbeit wirklich Zukunft habt und lasst euch nicht durcheinander bringen und verrückt machen. Ihr werdet noch große Siege feiern und davon bin ich überzeugt. Dass schon vor 10 Jahren damit begonnen wurde, das Stichwort Klimaneutralität auch in die Stadtgesellschaft einzuspeisen, das ist wahnsinnig wichtig. Klimaschutz lebt nicht nur von Rahmenbedingungen, die die Politik setzen muss, sondern eben auch von Vorbildern. Dass ein Sportverein, von dem man ja in erster Linie nicht Umweltschutz vor dem geistigen Auge hat, der zeigt einfach Klimaschutz, geht uns alle an. Und da kann sich auch ein Fußball-Bundesliga-Verein nicht von distanzieren. Und das ist dann wieder der Vorbildcharakter, den Mainz 05 hier auch in die Bevölkerung abstrahlt. Dass man trotz aller Geschichte eben an die nächsten Generationen denkt, denn darum geht es ja bei der Klimaneutralität, dass wir die Verantwortung sehen für junge Menschen, für nächste Generationen, dass die in einer genauso oder vielleicht noch besseren Umwelt leben können, wie wir es heute tun. Herzlichen Glückwunsch, darauf kann der ganze Fußball stolz sein.